Die Apfelsaison hat schon begonnen und manche Äpfel werden schon reif. Also es gibt natürlich auch sehr frühreife Sorten, wie zum Beispiel den Jakob Fischer. Das ist so ein grüner Apfel. Aber um den geht es heute eher weniger, sondern es geht vielmehr um Erdäpfel, die gute Kartoffel. Und ich möchte euch einfach mal meine Ernte dieses Jahr zeigen, wie sich so meine Anbaumethoden bewährt haben, wie viel Ertrag ich sozusagen eingeholt habe von meiner Ernte. Und dann möchte ich euch noch mein Fazit geben, welche Methode mir am besten gefallen hat und welche auch am meisten an Ertrag gegeben hat. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr wieder bei diesem sonnigen August-Sommertag wieder eingeschalten habt. Und ja, wie gesagt, geht es heute um meine Kartoffelernte. Ich habe jetzt, Ende August ist ja so ziemlich die Zeit, wo man das mal machen kann, habe ich meine komplette Ernte eingefahren an Kartoffeln. Und da muss ich sagen, dass ich von den 12,5 Kilo, die ich mir besorgt habe an Pflanzkartoffeln, habe ich ungefähr 40 bis 50 Kilo an Ertrag reingeholt. Und ich bin dann doch recht zufrieden, was ich da fürs erste Mal an Erträgen reingeholt habe. Habe vielleicht schon mal ein kleines Bild eingeblendet, dass ich schon so einen guten Sack voll Kartoffel da mit reingebracht habe. Und ja, die Sorten, die ich halt so allgemein angebaut habe, die viele, die es vielleicht nicht wissen, ist die rote Emali zum Beispiel. Die habe ich angebaut. Dann die Annabelle-Tomate, Kartoffel, nicht Tomate, die Annabelle-Kartoffel, das sind zum Beispiel ein riesen Oschi, den ich rausbekommen habe, und das Lustige ist, also ich habe ganz viele von denen mit aus dem Beet rausgeholt, und das war halt ein Mulchbeet, wo ich die reingepflanzt habe. Also das heißt, dass ich über den Winter Karton ausgelegt habe, ein bisschen Erde drauf und dann alles 30 bis 40 cm mit Laub und Grasschnitt abgemulcht habe. Und da habe ich dann im Frühjahr die Pflanzkartoffeln reingesetzt. Und ja, da sind halt wirklich solche großen Dinger mit rausgekommen, was mich auch richtig gut freut. Und wie gesagt, wo ich dann die Mulchschicht entfernt habe und geschaut habe, wie die Erde darunter ist, muss ich wirklich sagen, dass darunter eine wirklich gute Humusschicht ist, also lockerer Boden, feinkrümelig, und ja, da kann man nächstes Jahr wunderbar Kulturpflanzen auch ansetzen, zum Beispiel Melonen könnte ich da draußen auch mal probieren, weil der Boden da wirklich gut ist. Und ja, also das Problem mit Gras oder anderen Beikraut hat sich auch erledigt, weil halt die Kartoffeln mit ihren Wurzeln alles ziemlich gut alles unterdrückt haben. Weitere Kartoffelsorten, die ich angebaut habe, ist der Blue Congo. Der war auf einem angehäufelten Beet, wie man es halt üblich gewohnt ist. Und ja, das war auch sehr ertragreich. Muss man halt immer ein bisschen schauen mit dem ganzen Beikraut, dass man da es ziemlich gut pflegt. Aber da bin ich auch ziemlich gut zufrieden. Aber wie gesagt, die sind nicht so groß wie das Mulchbeet bei den anderen Kartoffeln. Und zum Schluss habe ich rot gefleckte Kartoffel auch angebaut. Da muss ich sagen, dass die Ernte dieses Jahr bei mir nicht so optimal bei den Kartoffeln ausgefallen ist. Also die waren zum Beispiel in einem anderen Mulchbeet, da war aber der Boden nicht so gut und eher ein bisschen schwerer. Und da sind die halt nicht so gut gekommen und die waren auch in einem angehäufelten Beet. Leider aber bei uns hier oben, hier im Neubaugebiet bei meinen Eltern. Und da ist halt der Boden noch ein bisschen hart und lehmig, und deswegen sind die hier nicht so gut gewachsen, weil unten halt wirklich ein guter, nährstoffreicher Boden ist. Und ja, das ist halt so diese Hauptanbaumethoden, die ich verwendet habe, das Mulchbeet und Anhäufeln. Den Kartoffelturm habe ich auch probiert, ist mir aber dieses Jahr nicht so gut gelungen oder überhaupt nicht, weil ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig Erde genommen und man muss halt immer mit dem Gießen dran sein, und da hatte ich dann irgendwann keine Zeit mehr. Und ja, der Kartoffelturm oder in Kübeln Kartoffeln anzusetzen,
ist eine wunderbare Alternative, kann man auch gute Erträge haben. Man muss aber immer dran sein, die feucht halten und auch gießen. Wichtig bei der Lagerung von Kartoffeln ist auch, dass sie, wenn ihr die jetzt zum Beispiel für Pflanzkartoffeln verwenden wollt oder dann ja, einfach ja, etwas länger lagern wollt, ist halt wichtig, dass sie etwas kühler stehen, also so ja, 15 Grad ungefähr. Dunkel ist sehr wichtig, weil wenn Sonne drauf stand, dann fangen die natürlich an, grüne Stellen zu bilden. Das ist Solanin, ist giftig oder sollte man dann rausschneiden. Und das sollte man halt überwiegend vermeiden. Und das sind halt die grundlegendsten Sachen. Natürlich auch dunkel sollten die Kartoffeln auch haben und so sollte man sie optimalerweise lagern. Zum Abschluss noch ein kleines Fazit von mir und ein kleines Resümee, sage ich mal. Also vornherein bin ich sehr zufrieden mit meiner Kartoffelernte, muss ich sagen, auch wenn wir auch sehr harte Dürrezeiten hatten und ich dann auch mal Probleme hatte, dass draußen im Freiland meine Kartoffeln nicht auch gießen musste, ein, zwei Wochen lang. Aber trotzdem habe ich eine recht gute Ernte eingefahren, mit der ich auch sehr zufrieden bin. Und das werde ich halt nächstes Jahr auch ausprobieren. Nicht an den gleichen Stellen, weil ich auch ein paar Probleme mit Kartoffelkäfer gehabt habe. Und wenn ich die dann nochmal an die gleiche Stelle reinsetze, die haben wahrscheinlich da schon Eier und Larven reingelegt. Und da ist dann wahrscheinlich das Problem, dass ich dann wieder Probleme mit Kartoffelkäfer hatte. Hat sich natürlich im Zaum gehalten, war im Rahmen, waren nur ein paar Käferchen, die jetzt nicht meine ganze Ernte gefährdet haben. Und wie gesagt, ich mache ja hier auch Permakultur, Mischkultur, versuche viele verschiedene Insekten und Lebewesen mit bei mir auf die Beete und auf die Fläche zu bekommen, dass sich halt sowas gut eindämmt. Und nochmal zum Abschluss, weil halt einige vielleicht wissen, dass ich mich roh vegan ernähre, beziehungsweise die Rohkostreinigung durchführe und Kartoffeln einerseits schleimbildend sind und ich die natürlich auch im gekochten Zustand nicht esse. Da muss ich halt einfach sagen, ich nutze jetzt, also da kann ich es immer wieder sagen, ich baue nicht Sachen primär dazu an, um es zu essen, sondern auch um andere Nutzen zu bekommen. Und wie gesagt, Kartoffeln lockern halt sehr gut den Boden auf und unterdrücken zum Beispiel auch Beikraut. Und einerseits kann man auch Kartoffeln sehr gut zum Trainieren verwenden. Also ich habe einmal, wo ich wirklich einen schlechten Tag hatte, bin ich mal mit dem Korb runtergegangen, habe mir so 10 bis 15 Kilo von meinen Kartoffeln aus der Erde rausgeholt und habe da mein Training gemacht, mit denen ich dann sozusagen laufend dann wieder nach Hause gegangen bin und das auch Berge und alles. Das ist auch ein optimales Workout und man muss halt einfach nur wissen, wie man die Sachen auch nutzt. Und ja, und zum Abschluss nicht, also die Menschen ernähren sich ja nicht nur so wie ich, sondern ernähren sich auch anders. Das respektiere ich auch und ich möchte ja natürlich von meinem Projekt auch irgendwie leben und Kartoffeln, wenn halt die Leute das mögen, dann baue ich das halt auch an und gebe es halt ihnen weiter. Das ist halt so ein anderes, andere grundlegende Sachen. Jeder übernimmt selbst Verantwortung für seine Gesundheit, für seine Lebensmittel und wenn die Leute halt Kartoffeln essen, dann baue ich halt auch Kartoffeln an, auch wenn ich jetzt nicht primär davon den Nutzen habe, indem ich sie halt verzehre. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei diesem Video. War so ein kleiner Einblick von meiner Kartoffelernte und ja, ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über einen netten Kommentar, wie zum Beispiel welche Sorten ihr zum Beispiel angebaut habt und wie eure Kartoffelernte dieses Jahr so gewesen ist, welche Erfahrungen ihr auch gemacht habt. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr ja, mich und meinen Kanal einfach weiter verbreiten würdet. Mundpropaganda in Social Media. Würde mich alles freuen und sehr unterstützen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao. Das ist jetzt zum Beispiel eine überreife Gurke, die war jetzt 3 Wochen lang an der Pflanze, ist gelb geworden. Die nehme ich jetzt zum Beispiel für mein ja, um Saatgut halt zu ziehen. Also die ist halt schon ein bisschen gelber und bekommt halt hier auch so raue Haut und Risse. Einfach aus dem Grund, dass sich ja die Samen gut ausbilden und ich davon sehr viel auch bekomme. Und ja, manche wissen ja nicht, wie man
jetzt im Vergleich zu Tomaten. Da kann man die einfach rausschneiden und die Samen rausnehmen und essen. Bei Gurken einfach 3 Wochen, 4 Wochen oder bis sie halt diese gelbe Reife bekommen hat, an der Pflanze lassen, dann runternehmen und dann vielleicht nochmal für 2, 3 Wochen liegen lassen, damit die wirklich komplett gut ausreift und viele Samen bildet. Und so ungefähr schaut die dann aus.